Wie hieß ein Titel so passend? Video killed the radio star. In dem Fall ist es aber hier so, das SUV killt den Familienvan. So ist es tatsächlich jetzt passiert. Das klassische SUV hat den praktischen Familienvan so ein bisschen aus dem Modellprogramm der Hersteller rausgespült. Nur noch wenige Hersteller bieten einen klassischen Familienvan, aber auch bei diesen sind die Tage gezählt, dass diese aus dem Programm verschwinden. So auch hier der Ford S-Max, den ich euch heute vorstellen will. Ja, aber warum zerre ich diesen Dinosaurier vergangener Zeit nochmal vor die Kamera? Zum einen, weil ich der Meinung bin, Familienvans sind weiterhin ein wirklich gutes Angebot für euch da draußen als Familienväter, die Platz brauchen, die auch wirklich ein durchdachtes Konzept suchen und auch erhöhte Sitzpositionen, viel Variabilität zum anderen, aber auch da es hier unter der Motorhaube nun einen neuen Antriebsstrang gibt, sozusagen das letzte Aufbäumen noch einmal von Ford, und zwar gibt es jetzt einen Vollhybridantrieb hier. Ja, es ist kein klassischer Plug-in-Hybrid, der förderfähig ist, aber hat der vielleicht sogar seine Vorteile? Lasst uns das heute einfach mal herausfinden. Damit herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dieses tut und damit auch meine Arbeit honoriert. Das Ganze auch liked für den Algorithmus und das Ganze kommentiert, damit wir im Anschluss in die Diskussion eintreten können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Videovorstellung zum Ford S-Max Hybrid. Unser Lucid Rot Metallic lackierter Testwagen hier, der Ford S-Max Hybrid, setzt sich äußerst gut in Szene, wie ich finde, immer noch, trotz seines ja doch langsam gesetzteren Alters. Mir gefällt immer noch die Optik, die eher so ein bisschen sportlich ist beim S-Max. Der Galaxy ist ja der klassische Van, nicht mit einer leicht nach hinten abfallenden Dachlinie wie jetzt hier beim S-Max, sondern geradlinig und einfach nochmal variabler. Variabel ist aber der S-Max in meinen Augen völlig ausreichend. Optional 7 Sitze, die falten sich bei Bedarf komplett flach in den Fahrzeugboden, sodass sich ein komplett ebener Ladeboden entsteht und bis zu 2022 Liter Gepäckraumvolumen entsteht hinter der ersten Sitzreihe. Das ist für meine Begriffe immer noch phänomenal und das packt eigentlich kaum auch ein SUV. Zeigt wiederum auch die Platzverhältnisse übrigens. Auf der Rücksitzbank sind auch mehr als erhaben. Genügend Kopffreiheit, genügend Beinfreiheit und dann eben solche netten Annehmlichkeiten wie Sonnenschutzrollos, eine 12-Volt-Steckdose, eine 220-Volt-Steckdose und Luftausströmer in der Mitte sowie verstellbare Lehnen für die Fondsitze. Das macht das Reisen dann ebenso praktisch wie 3 Isofix Kindersitzbefestigungsmöglichkeiten in der zweiten Reihe. Jeder Sitz ist ein Einzelsitz und auch sogar in der Länge verschiebbar. Der Innenraum des Ford S-Max dagegen wirkt dann etwas angestaubt, ist funktionell aber wirklich auf der Höhe der Zeit. Alles lässt sich einwandfrei bedienen. Es gibt Apple CarPlay und Android Auto via Kabel. Es gibt ein voll digitales Kombi-Instrument. Es gibt alle sämtlichen Assistenzsystemen, Stauassistent. Es gibt eine aktive Spurführung, aktive Abstandsregelung. Also hier ist der S-Max auch ebenfalls noch State of the Art. Selbiges gilt für den Fahrkomfort. Der Wagen rollt unheimlich sanft ab, hat ein hohes Maß an Komfort. Trotzdem lässt er sich angenehm dynamisch immer noch bewegen auf kurvigen Landstraßen, sodass sogar ein bisschen Fahrspaß aufkommt, denn die Lenkung ist angenehm direkt und vermittelt auch einen guten Kontakt zur Fahrbahn, so wie man sich das vielleicht nicht unbedingt gerade in so einem Van erwarten würde. Dass sich unser roter Riese hier lautlos in Bewegung setzt,
Das erstaunt vielleicht den einen oder anderen, denn wir haben ja hier kein E-Kennzeichen verbaut. Dennoch haben wir hier einen elektrifizierten Antrieb unter der Haube. Und zwar einen 2,5 Liter großen Vierzylinder-Saugmotor, der an ein stufenloses Automatikgetriebe gekoppelt ist, sowie einen Elektromotor mit einer 1,1 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie. Damit kann der S-Max Hybrid kurze Strecken von ungefähr 1 bis 2 Kilometer elektrisch zurücklegen, kann auch mit abgeschaltetem Motor segeln und schafft es auch im sogenannten L-Modus, im Low-Modus der Automatik, eine verstärkte Rekuperation zu haben, sodass die Antriebsbatterie auch schnell wieder aufgeladen ist und damit auch kurzfristiges elektrisches Fahren schnell wieder möglich ist. 190 PS hat dieses Antriebssammelsurium zusammen und 220 Newtonmeter. Das klingt erst einmal nicht viel, zumal wir hier ja auf ein Gewicht treffen von mindestens 1950 Kilo. Ja, der S-Max ist dann schon eher so eine Wuchtbrumme wie meine Wenigkeit. Aber das wirkt alles hier in sich sehr, sehr schlüssig. Der Motor sehr ruhig gekapselt. Also wirklich, das muss man sagen, für einen Hybrid wunderbar leise. Selbst wenn man ihn ausdreht und die Drehzahl hochgehalten wird, wirkt dieser Motor nicht angestrengt oder extrem laut, so wie wir es vielleicht noch vom Honda Jazz kennen. Nein, das wirkt hier alles sehr souverän, sehr fein abgestimmt und auch wirklich toll gedämmt. Also das kenne ich so nicht, hätte ich auch nicht erwartet. Und wenn es jetzt mal darum geht, ja, was haben wir denn eigentlich hier an Verbrauch rausgefahren, dann bin ich ja nur sehr kurze Strecken hier gefahren aufgrund der Videoaufzeichnung. Ich hatte nur 2 Stunden Zeit. Ich kam hier auf 6 Liter. Ja, 6 Liter, ihr Lieben. Und das ist schon sehr vorzeigbar. Der WLTP-Verbrauch übrigens 5,6 Liter. Das zeigt auch, dass der Wagen für Leute, die nicht auf die Autobahn gehen, wohlgemerkt, also wirklich Autobahn eher kurz nur unterwegs sind oder aber dann eben nicht zu schnell fahren, eine absolute Alternative zu den Dieselmotoren ist. Und genau das ist der Punkt. Es gibt nur noch als Verbrenner eben den Hybrid oder 2 Dieselmotoren mit 150 oder 190 PS. Der stärkste Diesel ist dann auch als Allrad übrigens erhältlich. Der Hybrid ist ein reiner Vorderradantrieb. Den Ford S-Max Hybrid bekommt ihr bereits ab 42.100 Euro. Der Ford Galaxy ist 2.000 Euro teurer. Dann kommen natürlich noch die ganzen Sonderausstattungsoptionen drauf, wie hier die ST-Line, eventuell das schöne Lucid Rot Metallic hier. Und dann steht der Testwagen bei knapp über 54.000 Euro in der Liste. Was ihr dann mit dem Händler ausmacht, das solltet ihr auf alle Fälle mal verhandeln, denn da gibt es ja meist immer noch einen ordentlichen Preisnachlass. Mir persönlich hat er echt gut gefallen. Ich bin ja ein wenig traurig, denn schade, dass diese Vans hier aus dem Straßenbild verschwinden werden oder eben nicht mehr als Neuwagen erhältlich sein werden künftig. Wann das der Fall sein wird, das ist ja derzeit noch nicht so ersichtlich. Ich vermute mal, so in den nächsten 1-2 Jahren wird dann auch der S-Max verschwunden sein aus dem Neuwagenangebot. Es ist schade, denn es ist ein echt verdammt gutes Auto. Er kann vieles, wenn nicht auch alles besser als ein SUV. Schaut vielleicht nicht so schick aus für den einen oder anderen, aber ich finde, als S-Max schaut das dann schon ganz anders aus. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Meinung da draußen. Was sagt ihr denn? Ist es schade, dass Familienvans aus dem Markt verschwinden und dafür lediglich noch SUVs erhältlich sein werden? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Was sagt ihr zum Ford S-Max? Auch das würde ich gerne von euch wissen. Und auch, was ihr zum Thema Hybridantrieb sagt. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Sag vielen lieben Dank. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich muss jetzt leider den S-Max Hybrid wieder an Ford Deutschland zurückbringen. Tschüss und Servus, euer Ubi.